Okay. Schlecht. Finde ich Dinger geil. Nicht schlecht. Ich mag die nur nicht. Ja. Naja, aber dafür haben die ja. Da wo der Tower dann stand, das Ding hingesetzt, der andere Tower. Wo es dann so runtergeht. Dennoch. Zu Anfang war das, soll das Ding ja noch offen gewesen sein. Okay. Gut, da habe ich zumindest da gelesen. Es gab es ja auch kostenlos Wifi an jeder Bahn. Ja, mit die Wartezeit nicht lange gedauert. Aber es ist trotzdem scheiße gewesen. Ja, wenn da 20 Milliarden Leute, okay, ist ein bisschen übertrieben, aber dennoch. So voll war das gar nicht. Den Samstag. Okay. Ging eigentlich. Da wo du hier nicht hingeben musst, ist Moviepark. Ist eher für die Leute ab so, so Kinder, so Familien. War ich noch nie. Ernsthaft nicht? Nö. Phantasia, da kannst du auch noch hingehen. Phantasia? Ja. Aber das ist auch so weit weg. Ja, mein Gott. Bist du den ganzen Tag damit beschäftigt? Ja, aber Heidepark, da müsste ich auch mal wieder hin. Kostner ist vor mir nicht so weit entfernt. Alle Parks sind Köln. Ist alles nah. Heidepark ist voll nah. Phantasialand ist voll nah. Heidepark gibt es bei uns aber noch. Ja, die haben ja mehrere. Glaube ich. Bekannt ist der Heidepark Soltau. Der glaube ich noch irgendwo ein. Ja, ne, aber Heidepark hat auch mehr Achterbahn. Das weiß ich gar nicht. Ich glaube ja. Die haben doch auch erst eine neue bekommen letztes Jahr, glaube ich, ne? Ja, dieses Beat, glaube ich. Das, ne? Hey. War das nicht die, wo du an der Seite hängst? Weiß ich gar nicht. War da auch schon lange nicht mehr drin. Ich weiß nur, wo sie diese Speed neu gemacht haben. Ja, da war ich da zuletzt. Da war die schon. Ey, Zombie, gib mir meinen Block wieder. Heidepark sollte auch. Soll's A sein? Guck der erstmal. Du bist einer. Kalk. Ganz schön teuer schon, ne? Ja. Aber wenn du da morgens aber hingehst und bist den ganzen Tag da, dann hast du da genug zu tun. Ja. Hey, es gibt auch verschiedene Jahreskarten. Heidepark, Merlin, Jahreskarte. Günstigste ist 73 Euro fürs ganze Jahr. Ja. Wie oft gehst du denn da rein? Da muss er wirklich immer so einmal im Monat hingehen. Ja. Puppenkarten. Buchungseingang bis 7 Tage vorab 19 Euro, Kinder, Jugendgruppe und Erwachsene 23, das geht aber. Ja, das ist Puppenkarten sind nicht schlecht. Und ohne Anmeldung kostet das halt 36 Euro. Ja, darf halt nur nichts passieren, ne? Dass irgendeiner krank wird oder so, dann hast du. Arschgott. Weil das lohnt sich immer am meisten. Gucken kann. Park ist schon länger da. War das nicht Limit? Was? Ja, Limit. Ich glaube, die schnelle Achterbahn. Da wo du drin hängst. Ja, das ist halt die neue. Ja, sag ich ja. Meistens die Baujahr 99. Schon länger da. Das ist da, wo mein Bruder nicht wirklich gerne mitgefahren ist. Mochte mein Bruder nicht. Nee, das war Flug der Dämonen, wo du an den Seiten hängst. Die ist von 2014. Ja, die Limit, die ist ja diese schnelle. So lange ist das schon her? Seit 99 gibt es die schon. Nein. Doch, ich bin doch gerade auf der Seite drauf. Kann nicht sein, ich war da mit 16, 18 drin. Flug der Dämon. Die gibt es seit 2014 jetzt. Die auch recht hoch ist, wo du an den Seiten hängst. Ach, das weiß. Ist die, die ich meinte. Muss die sehen, dann weiß ich das, glaube ich. Die hätte ich auch Bock.
Dann muss ich die zwei anderen Pappenheime fragen. Gruppenkarte. Da kannst du sehen. Schickt er mir das auch noch? Per ja. Flinkling. Welche anderen zwei Pappenheime? Ja, welche? Die kenne ich ja. Das schluckt der Dämon halt. Die halt seit 2014. Ja, die Krake gibt es ja schon Ewigkeiten. Gibt's seit 2011. Da bin ich auch noch nicht mitgefahren, weil. Ah, die Bounty die gibt's ja auch schon Ewigkeiten. Wie lange ist das denn her, wo ich zuletzt im Heidepark war? Meine Stimmt, Fresse, Ewigkeiten. Ey. Ich glaube 2009 oder so. Oh Gott, ey. Naja. Ja, es gibt auch schon Ewigkeiten. Ist das Desert? Desert Ways ist das. 2007. 9 Jahre. Passt. Naja, kann auch nicht passen. Ja gut, ist Frage... Ja, ist Baujahr, ne? Wurde sie dann öffentlich? Das ist immer die Frage. Doch, meistens ja. Oh, die haben nur noch die Saison geöffnet. Müsste man eigentlich noch die sehen? Oder gilt das nur für die Achterbahn? Es geht nur die... Nur bis zum 30. Oktober? Ja. Oh, glaub, ja, dann geht, beginnt die im Winter. Ja. Also, wir haben beginnt, dass das das dicht hat erstmal. Müsste man eigentlich nochmal hin? Der Z-Ray ist ja gut. Kenne ich auch schon. Das ist halt diese schnelle. Ja, genau. Kolossus ist eigentlich auch ganz geil. Vor allem die höchste Holzachterbahn. Da, Scream. Tower, der ist geil. Der Freefall Tower. Okay, was? Jetzt kommt der Juli noch. September, Oktober. Ist der DOS? Was hast du vor? Muss halt gucken, wie das mit dem Gate passt, ne? Ja, alles machbar. Alles machbar. Oh, ich kann doch noch schlafen. Trotz Monster. Öffnungszeiten anreisen. Ja, halt bei mir nur mit der Bahn weg. Oder mit dem Bus, aber Bahn geht glaube ich schneller. Bahn geht auch schneller. Das glaube ich auch billiger. Ja, vom 19. bis 30. 19. März bis 30. Oktober geht das. Oh, ist ja gar nicht schlecht. Ja gut, Bahn. Von. Warte. Oh, da steht ja eben. Bei... Steht ja sowieso bei mir. Was? Also. Seitepack. Nach. Wo ist denn? Sag ich dir jetzt nicht. Jetzt. Wer hat er denn 7 Stunden steht da bei dem einen Teil? Hallo? Willst du mich verarschen? Nein. Steht 2 Stunden 26. Wäre schon richtig. Echt lustig geworden, 7 Stunden. Ja, mehr. Steht hier echt. Toll. Oh, ja, komm. Da hat er gerechnet von 23 bis 7 Uhr morgens. Ja, gut, dann fährt auch nichts mehr. Ja. Zum größten Teil. Und hier ist halt RE und Bus, das ist 1:45 Uhr, aber diese 2:26 passt auch schon.
Deswegen. Sorry Leute, es geht gleich weiter bei mir. Ich guck nur mal kurz. Der guckt nur mal kurz, sagt er. 10 Jahre später. 5 Milliarden Folgen später. Vor allem. Bringt gerade mal knapp 22 Euro. Ding. Das zahle ich für eine Wochenkarte zur Arbeit. Naja, das ist jetzt eigentlich auch nur eine Hinfahrt, ne? Ja, egal, aber auch Rückfahrt. Muss man mal gucken. Das haben wir sowieso schon mal gesagt, das ist eine. Weil wir wollten das eigentlich schon vor ein paar Jahren mal machen. Dass meine beiden Brüder. Ich glaube, meine Schwester auch. Und Benny. Dass wir mal Heidepark nehmen. Hallo dahin! Go, go, go! Ja, meine Schwester glaube ich ja nicht. Alle dahin, go, go, go. Aber mein einer Bruder, also Marcy auf jeden Fall. Ah, Fabi kommt auch noch, wenn Flash dabei ist. Ja, Fabi wahrscheinlich aber auch. Vielleicht bringt er noch seine Freundin mit, keine Ahnung. Geht das schon. Und wir müssen halt gucken, ich würde aber auch eher dann sagen, fürs Wochenende dann. Ja, muss auch ein gutes Wochenende sein. Müsste mal gucken, wie wir übernachten. Halt. Könnt ihr alle kuscheln? Kuscheln. Ja, das heißt übernachten, wenn du wieder abends zurückfährst, kommst du ja passend an. Wenn du ziemlich früh morgens da bist. Ja.